Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, jetzt haben wir eine Woche keins gemacht oder so. Wir sind so ein bisschen schludrig mit den Views, muss ich zugeben, zurzeit, weil es immer so ein bisschen drunter und drüber geht, aber mal gucken, es geht ja jetzt weiter, ne? Deswegen, die Saison hat angefangen, wunderschönes Wetter, schaut es euch an. Der Frühling ist da, also ich finde es richtig geil und deswegen Saisonstart und der Hof ist voll und wir reden heute mal ein bisschen darüber, was bei uns so passiert. Die Saison jetzt zum Saisonstart und was mit unserer Halle ist. Was ist passiert? Wir wollten natürlich viel früher schon fertig sein und haben es natürlich nicht geschafft, wie immer. Das dauert alles ein bisschen länger, verzögert sich ein bisschen, aber wir sind jetzt gerade dabei, den Boden zu machen. Und zwar haben wir alles abgeschliffen und als nächstes Farbe wird gerade angemischt. Kommt hier so eine schöne, ja, so ein schönes dunkles Anthrazit, was wir machen, den Boden. Finde ich ganz cool. 2K das Ganze versiegelt. Und ja, drüben haben wir ja ein bisschen heller und hier haben wir auch ein bisschen dunkler. Ich finde es eigentlich ganz cool. Und den Aufpreis habe ich jetzt gerne bezahlt, weil das ist einfach, ja, ich weiß nicht, dieses Beige finde ich halt nicht so cool. Und das kommt schon ganz geil. Und dann haben wir natürlich ein paar Sachen bestellt für euch. Steht alles in der Ecke. Da ist auf jeden Fall, was dabei ist, sind halt drei neue Hebebühnen. Darunter eine richtige Scherenbühne. Wir haben halt dort die Achsvermessung machen wir dann hier, eine neue Achsvermessung bekommen wir. Ja, und dann haben wir so ein paar Sachen, so wie Einstellen für Scheinwerfer und ein paar Sachen habe ich halt bestellt, ne? Damit wir hier ein bisschen mehr machen können, die Wartung machen können. Ja, aber es geht jetzt hier ganz schnell weiter und wird hoffentlich jetzt demnächst fertig. Die Elektrik muss noch gemacht werden, da muss noch der Vermieter was machen und dann können wir auch die Hebebühne dann aufbauen. Jetzt die Tage wird erstmal der Boden gestrichen. Und das wird natürlich cool. Ich werde auf Instagram mal ein paar Bilder machen für die es interessiert. So ein bisschen den Fortschritt, ne? Könnt ihr gucken. Und ja. Was liegt denn hier? Ah, guck mal hier, Getriebe. Das ist halt ein Getriebe, was ich gekauft habe für unseren R6. Und zwar kommt dieses Getriebe. Also wir müssen natürlich noch ein paar Anpassungsarbeiten machen, aber das Getriebe kommt in den R6 rein. Das ist ein ZF8HP. Und mit entsprechendem Differential und ich hoffe mir davon, dass wir auch mal richtig schnelle Zeit fahren. Also über 300 würde ich fahren. Mit dem Handschalter ist es echt schwierig, muss ich echt sagen, weil es hakelt ganz schön und es wird nicht so richtig übertragen, der Ladedruck fällt zusammen. Und ich glaube, damit wird es wesentlich schneller. Ja, also das wird schon ganz cool. Und deswegen, ich zeige euch mal, was wir alles so machen jetzt die nächsten Tage. Wie man sieht, kannst du mal filmen, der Hof ist halt voll, steht voll komplett, also wir sind eigentlich komplett ausgebucht, was die Werkstatt angeht. By the way, wir machen ja gerade die erste Mai, also die Mai-Aktion, ne? Ganzen Mai, 3,99, also wer das jetzt die Werbung noch nicht gesehen hat, also ab 1. Mai 3,99 für jedes Stage 1, ja? Könnt ihr gerne kommen, außer jetzt so AMG und sowas, aber zum Saisonstart dachte ich mal, hau ich mal so einen Kracher raus. Was wir jetzt gerade zur Zeit viel haben, ist jetzt hier BMW. Wir haben jetzt hier ein X5. Wir haben dahinter einen 340i. Die haben jeweils Motorschäden. Also wir machen jetzt diese ganzen Motorinstandsetzungen und so weiter. Sind wir dabei. Es geht nicht immer eine Instandsetzung, muss auch mal ein Austauschmotor genommen werden. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir einen besseren Stundensatz als BMW oder so. Also falls ihr da was habt. Instandsetzung immer gerne. Da sind jetzt gerade ein paar, die wir machen müssen. Und ich habe ein ganz geiles Projekt. Komm mal mit. Das kommt auf jeden Fall ganz cool. Und zwar machen wir einen Cayenne GTS mit Upgrade-Ladern. Der steht jetzt gerade auf der Bühne. Und da machen wir aber nochmal ein separates Video, wenn es dann soweit ist. Ich wollte es ja immer noch mal zeigen. Ne? Der GTS. Downpipes haben wir schon fertig. Schön leicht jetzt. Erleichtert und schön Sportcuts drin. Ne? Also auf jeden Fall ist es schon mal fertig. Die Turbos sind noch bei TTE, die kommen demnächst. Und der Clou dabei ist halt, Ja, der Clou dabei ist halt bei dem Auto, beim Cayenne GTS, ist der gleiche Antriebsstrang wie beim S8 oder beim R6. Und das bedeutet, wir können da das gleiche machen. Der bekommt jetzt aber ohne Motor
bekommt der so 850 PS ungefähr. Das ist auf jeden Fall die Leistungsvariante, die ich für am sinnvollsten halte. Ja? Wenn du mehr machst, du musst halt richtig wieder tief in die Tasche greifen, weil der Motor, die Plöre können es dann wieder nicht. Und ja, so ein paar andere Sachen eben auch nicht. Ne? Aber das geht. Turbolader rauf, Downpipes rein. Ja, Ansaugung ein bisschen verändert. Und dann geht es auch schon los. Also bei dem Auto relativ simpel. Der hat auch schon Winterreifen drauf. Der Kunde kommt halt nicht dazu, die zu wechseln. Glaube ich, der hat uns den so hingestellt. Ja, so ein Stammkunde von uns. Also ich glaube, dass es ganz cool wird. Ne? Und was wir natürlich immer machen, zwischendurch, Fahrwerke. Ne? Ob es ein ST ist oder ein KW-Fahrwerk, verbauen wir halt hier auch wie geschnitten Brot. Ne? Also wenn ihr ein Fahrwerk haben wollt, und am besten nicht selber bestellen, sondern bitte bei uns bestellen. Das macht sich von der Gewährleistung dann besser. Ne? Also zu mir kommen, Auftrag, und dann bestelle ich das Fahrwerk. Und dann machen wir es halt auch ein, vermessen das Ganze. Und ja, und der bekommt halt auch noch APR-Paket. Das machen wir auch noch. APR-Händler sind wir ja auch noch. Der kriegt die Stage 1, eine Abgasanlage und Ladeluftkühler. Und das wird alles noch eingetragen. So viel dazu, was wir da so machen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die sportliche Geschichte, das heißt also halbe Meile, ne? Und halbe Meile sind wir hobbymäßig auch mit dabei. Da ist jetzt nicht viel zu holen, aber es macht halt Spaß mitzumachen. Und wir haben ja schon ein paar Autos immer, die, glaube ich, interessant sind. Also RS6 wird demnächst jetzt wieder interessant, so. Aber erst, wenn das Getriebe drin ist. Und dann haben wir ja Supra, die jetzt hier bei uns steht. Da ist auch alles soweit okay. Haben wir komplett durchgecheckt jetzt. Also Motor ist in Ordnung, Lage sind in Ordnung, alles super. Und der wird antreten dieses Jahr, ne? Ein paar Mal. Ben wird fahren. Und ich glaube, er wird ganz gut mit dabei sein. Also klar, ihr wisst selber heutzutage, diese ganzen R8 und so weiter mit so viel Leistung und mit Allrad und Automatik, die sind natürlich viel schneller als jetzt ein Supra, die handgerissen ist. Aber es ist eben noch richtiges Männerfahren. Ne? Also Supra dann hier mit 1600, 1800 PS dann da, halbe Meile, finde ich schon krass. Also finde ich auch einfach so für die Zuschauer auch ganz geil, das Auto. Ist halt irgendwie schon Kult, komplett alles Carbon und halt eben sau schnell, ne? Und auch gefährlich. Das ist halt ganz geil. Ja, das ist halt so, was wir so noch machen. Christian wird wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich auch mit seinen Autos antreten, also nur so hobbymäßig, spaßmäßig, ne? Der Integra hat ein Upgrade bekommen, größeren Lader. Der ist noch mit dabei. Porsche weiß ich nicht, ob der mitfährt. Also ich werde mit meinem Porsche auf gar keinen Fall fahren, weil ich will einfach nur Spaß haben, habe ich ja gesagt. Ich will einfach nur genießen, am Wochenende mal fahren. Und Competition ist jetzt da nicht mehr so wichtig. Aber vielleicht doch. Und für alle, die gefragt haben, was mit dem EV6 GT. Ja, EV6 GT fahre ich jeden Tag. Ich habe auch einen KW V3 habe ich bestellt. Oder ist da. Wir haben noch keine Zeit gehabt, das einzubauen. Und das kommt da rein, weil er muss auf jeden Fall tiefer. Und es kommen auf jeden Fall Felgen drauf. Es werden wahrscheinlich Schmidt-Felgen sein. Mal gucken. Aber die kommen da rein und ich bin mal gespannt. Bin mal gespannt, wie sich das dann so fährt. Ne? Ja. Ja, mal gucken. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Auto. Tuning-mäßig ist da halt nicht viel. Du kannst ja nichts an der Leistung machen oder irgendwas. Aber fahren tut es auf jeden Fall sehr gut und jetzt im Sommer auch besser. Also verbrauchst viel weniger, also ich glaube 6 kW weniger und fährt, ist auf jeden Fall auch schneller aufgewärmt, der Akku, ne? Dass er volle Leistung hat. Jetzt im Winter war es ein bisschen, naja, geht so. Ging so, ne? Ja, so viel dazu, was wir jetzt hier so haben. Wie gesagt, sind noch etliche andere Aufträge jetzt hier, die rumstehen, aber sind jetzt nicht so interessant. Und ja, wenn dann die Halle fertig ist und alles aufgebaut ist, muss aber jetzt demnächst passieren, dann sage ich euch Bescheid und dann könnt ihr vorbeikommen mit den Wartungen. Ne? Ziehen wir die alle durch. Wir haben schon viele Vorbestellungen, also sind schon Termine gemacht und die müssen wir dann alle abarbeiten und dann könnt ihr wieder neu dazukommen und dann machen wir halt die ganzen Wartungen für die getunten Fahrzeuge. Also ich hoffe, war jetzt nicht zu langweilig das Video, weil ich wollte einfach mal so einen Ist-Stand und so weiter. Jetzt sind wir mit keinem Auto rumgefahren oder so, aber mal ein bisschen so rumgelaufen, gezeigt, was hier so abgeht. Und ja, beim nächsten Mal wird es mal wieder ein saftigeres Thema geben, denke ich mal. Aber so viel erstmal dazu. Und ja,
Ich wünsche euch einen angenehmen 1. Mai. Der ist ja jetzt. Tschüssi.